Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Es ist immer wieder so, dass wir auf Vorwürfe gegenüber dem Islam treffen, dass bestimmte Dinge aufgezählt werden, um den Islam zu widerlegen. Ich gebe euch erstmal den Ratschlag: Klickt solche Videos nicht an, denn damit erhöht ihr deren Reichweite und macht indirekt Werbung gegen den Islam, wodurch Leute, die keine Ahnung von der Religion haben, durcheinander gebracht. Einer dieser Vorwürfe ist, es wird gesagt, im Koran steht, dass Gott die Welt in 6 Tage erschaffen hat. Und dann kommen sie mit so einer Überzeugungskraft. Das widerspricht doch der modernen Wissenschaft. Die Welt in 6 Tagen erschaffen. Guck mal hier, was da steht, in 6 Tagen. Was ist das denn für ein Quatsch? Und so weiter und so fort, ja? So, und wenn man keine Ahnung hat von der Religion, die von der 6 Tage, wir haben moderne Wissenschaft, bap, 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 da kommt der Scheitan und da kann es sein, dass man Zweifel hat, und wenn man in dem Moment stirbt, wo man Zweifel im Herzen hat, ist man aus der Religion raus. Ein Muslim muss an jeden Vers im Koran glauben. Atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Glauben Sie an den Teil des Buches und verleugnen einen anderen Teil. Aber was ist hier gemeint mit dem arabischen Wort Yom, was als Tag übersetzt wird? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt an vielen Stellen, und auch der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, in der Sunna, dass das Wort Tag nicht unbedingt 24 Stunden bedeutet, sondern dass es auch eine längere Periode bedeuten kann. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise in Sure 70, Vers 4, Ta'arruju al-Malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Die Engel und der Geist, damit ist Jibril gemeint, steigen zu ihm empor in einem Tag, der 50.000 Jahre nach eurer Bemessung, nach eurer Berechnung bemisst. 50.000 Jahre, das ist der Tag. Hier ist ein Tag 50.000 Jahre. Das heißt, mit den 6 Tagen sind lange Perioden gemeint. Aber worauf ihr immer achten müsst, ist, wer mit solchen Vorwürfen kommt. Der Witz an der Sache ist, das ist etwas, was ich gesagt habe, und dieses Video empfehle ich jedem: Wie beantwortet man Fragen von Nichtmuslimen? Ja? Denn je nachdem, wer die Frage stellt, ja, gibt man eine entsprechende Antwort. Ja? Beispielsweise, viele machen Fehler, wenn sie mit Atheisten diskutieren. Ein Atheist kommt mit einem Vorwurf aus der Scharia. Ja, warum gibt es im Islam diese und jene Regel? So, du musst dich fragen, wer, mit wem rede ich? Was will er mit diesem Vorwurf sagen? Er will mit diesem Vorwurf sagen, der Islam kann nicht richtig sein, weil es im Islam eine Regel gibt, die ihm nicht gefällt. Anstatt großartig zu argumentieren und zu erzählen, ja, kann man ganz einfach sagen, um auf das Thema zu kommen, wir müssen bei der Basis bleiben. Du glaubst doch gar nicht an Gott. Wie kannst du sagen, diese Regel kann nicht gerecht sein, wo du wahrscheinlich zu denjenigen gehörst, die nicht an Gott glauben, weil sie sagen, es passieren so viele Ungerechtigkeiten. Nach deinem Ermessen, ja, nach deinem Ermessen könnte doch diese Regel, zum Beispiel, dass die Frau keine 4 Männer heiraten darf, die nach deinem Ermessen nicht richtig und falsch ist und ungerecht ist, wie kann sie nach deinem Ermessen nicht von Gott sein? Du glaubst ja sowieso nicht an Gott. Du glaubst ja sowieso nicht an Gott. Das heißt, wir müssen erst mit ihm über die Existenz Gottes reden. Warum kann es unmöglich sein, dass der, von dem du behauptest, dass es unfair ist, dass er Katastrophen erschaffen hat, dass er Krankheiten zugelassen hat, warum kann es unmöglich sein, dass er eine Regel erlässt, die nach deinem Ermessen nicht gerecht ist? Kann nicht unmöglich sein, das ist Quatsch. Aber der Witz an der Sache ist, gerade auch bei diesen Vorwürfen, dass damit immer wieder christliche Missionare kommen. Und ich habe darauf schon vor Jahren geantwortet. Und ich gebe jedem den Ratschlag, das Video anzuschauen. Angebliche Widersprüche im Koran. Im Jahre 2004 hat man mir eine islamfeindliche Internetseite geschickt. Und ich habe mir dort alle Widersprüche aufgeschrieben. Und im Jahr 2007 habe ich einen Vortrag gemacht, nachdem ich insbesondere mit dem Tafsir von Tabari auf die einzelnen Stellen eingegangen bin. Heutzutage die Islamhasser kommen nicht mit mehr, als was in diesem Video vorkommt. Schaut euch das Video an. Aber einer Widerspruch, mit dem dann sogar Christen kommen, ist, dass sie sagen, hier, guck mal, 6 Tage hat Gott die Welt erschaffen. Lest mal, was hier steht in der Bibel. In der Bibel, in Genesis 1, steht, dass Gott laut ihrer Vorstellung die Erde
in wie vielen Tagen erschaffen hat? Hier in Genesis 2, hier. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hat, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Sie glauben sogar, dass Gott geruht hat. Darauf sagt Allah im Koran, Sure 2, Vers 255, La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ja? So. Aber jetzt schauen wir uns hier das an. Hier wird die Schöpfungsgeschichte erzählt. In der Bibel. 6 Tage. Genau dasselbe. Und glaubt es mir, 90% der Vorwürfe, mit denen die Christen kommen, ja, warum gibt es diese Regel? Warum hat der Prophet Kriege geführt? Dieselben Vorwürfe finden Sie dort. Ich gebe jedem den Tipp, schaut euch mein Video an, Krieg und Frieden im Islam, schaut euch mein Video an, Blutbad in der Bibel. Auf jeden Fall, hier ist etwas sehr Interessantes. Hier wird die Schöpfungsgeschichte erzählt. So. Hier steht, dann sprach Gott, lasse junges Grün, weil wir sagen, die Welt, diese Tage kann eine lange Periode sein. Dann sagt der Christ, ja, bei uns auch, hier, mehrere Tage, in 6 Tagen, wo die Welt erschaffen, längere Periode, okay. Hier steht, in Vers 11, also Genesis 1, Vers 11, 1. Buch Mose 1, Vers 11, dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen, so geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten. Das heißt, ja, es wurde Abend, es wurde Morgen, dritter Tag. Wir sehen hier ganz klar und eindeutig, es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag. So, das heißt, am dritten Tag gab es Abend und Morgen. Jetzt schaut hier, vierter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen im Himmelgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, also die Sonne, und das kleinere, das über die Nacht herrscht. So, wie kann es vorher Tag und Nacht geben, wenn es gar keine Sonne gab? Ja? Hier steht, es wurde Tag, es wurde Abend, es wurde Morgen, dritter Tag. Es wurde Abend, es wurde Morgen, zweiter Tag. Es wurde Abend, es wurde Morgen, erster Tag. Aber erst am vierten Tag wurde die Sonne erschaffen. Wie kann es Abend und Morgen geben? Wenn man hier von längerer Periode redet. Die andere Sache ist, die Pflanzen wurden am dritten Tag erschaffen. Wie können Pflanzen über eine längere Periode überleben, wenn ohne Sonnenlicht, wenn die Sonne erst am vierten Tag erschaffen wurde? Darauf können die Christen antworten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.